Lass ihn sich erstmal wieder umdrehen. Dreh dich um. Dreh dich. Das ist gerade. Sehr schön. Und jetzt wieder weg. Ah, ja, da, da, da. Ich höre einen. Jo. Das sind sogar zwei. Aber keine Sorge, du kriegst die weg. Du schaffst das. Glaub an dich. Du hast zwei wegbekommen. Mit ein bisschen Lebensverlust, aber sonst. Ich hab's nicht gesehen. Okay, bis. Oh, guck mal. Kann ich jetzt nicht einfach gleich. Nee, warte. Das ist noch einer von der Patrouille, oder? Ja. Okay. Also theoretisch könntest du jetzt der Typ mit der Pistole, mit dem Schießeisen da, würde dir sowieso nicht folgen. Der würde nur versuchen, auf dich zu schießen, wenn du da im Zickzack läufst, dann... Und wenn die Patrouille da drüben ist, also wer soll dir denn noch den Weg versperren? Ah, mein Fuß. Aua, mein Fuß! Ja. Oh, es ist nur schade um den schönen Loot von den ganzen Gegnern, die du da zum Fall bringst. Oh, Mann. Komm her, du Patrouillentyp. Komm mal die Treppe runtergelaufen. Los, komm runter hier. Vielleicht sieht er dich sogar, wenn er da rumgeht. Komm schon. Oh, der soll mal endlich rum. Ja, okay, er kommt. Okay, gut, gut. Okay, cool. Okay, cool. Nein, du sollst den da anvisieren. Danke. Ja. Nein, lauf nicht so weit zurück. Danke. Und jetzt ran. Schön. Okay. Oh, Blut. Ja, Blut. Okay, komm ich hier? Da komme ich durch und ich muss da einfach nur weiterlaufen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du normal läufst, aber schleichen könntest du da hoch jetzt, ohne den zu alarmieren. Ach, scheiß drauf. Ja. Au. Alter, ich hab mich bewegt. Heal dich. Das hat nichts gemacht. Heal dich besser nochmal. Alter, hast du... Ist das knapp. Wie weit schießt der? No. Weiter als du übrigens. Also das ist Gameplay-Mechanik. Das tut mir sehr leid, dass das so ist, aber das Spiel will das so. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Aber hey, du hast immer noch, bist immer noch nicht zwischendurch gestorben. Das heißt, du kannst immer noch deine Blut-Echos wiederbekommen. Und das waren nicht wenige. Oh Mann. Läuft, ich häng fest. Okay. Okay. Ist wahrscheinlich besser als den Halter zu killen, war. Naja, ehrlich gesagt, der würde ja anscheinend erst gepult werden, wenn du die anderen Viecher da oben besiegst. So die Hunde und sowas. Und die Patrouille. Deswegen würde ich ja erstmal drauf gehen, weil du nicht weißt, ob du den besiegen kannst. Die anderen Sachen erstmal zu besiegen, deine Blutechos zu holen. Und gegebenenfalls, sollte er kommen, kannst du immer noch vor ihm erstmal wegrennen. Das sollte man sich immer im Kopf behalten. Das ist im Grunde die gleiche Mechanik hier wie in jedem MMO. Also Gegner haben eine gewisse Range, bis zu der sie einen verfolgen und danach lassen sie von einem ab. Man darf das alles nicht so als Bedrohung sehen, sondern eher so als Spielmechaniken. Dann ist das gar nicht so... Da! Wenn du den Hund besiegst, dann kriegst du deine Blutechos wieder. Übrigens, wenn du schnell machst, bevor die Patrouille kommt, hast du es leichter da oben. Okay, Blutechos da. Zur Not erstmal weg. Genau, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut gemacht. Finde ich gut. Es wird. Oh, ist okay. Ich höre dich auch an. Oh. Ja? Ja, da kommt einer runter, das ist gut. Nein! Los, angreifen!
Ja, sehr schön. Und das war gut. Das war sehr gut. Da kommt noch einer. Wunderschön. Okay. Bevor du dich um den Typen jetzt kümmerst, der da schießen kann und die anderen Hunde, und da du deine Blutechos wieder hast, würde ich mich eher jetzt mal um den Oger kümmern. Was? Hier kam nur die Hälfte an. Du solltest dich vielleicht jetzt um den Oger kümmern. Weil jetzt hast du wenigstens deine Blutechos wieder. Und wenn du die an dem verlierst, kommst du eventuell nochmal bis zu dem Punkt. Aber wenn du wieder da hochgehst, ist halt schwieriger. Außerdem, der hängt da noch rum und klopft an die Tür. Du kannst sogar ein Stück weit an ihn ran. Ich dürfte dir das eigentlich nicht sagen, weil das ist dein Durchlauf. Ich erzähle dir hier, was du zu tun hast und alles. Aber an sich, du kannst ja den Umstand, dass er nicht in deine Richtung steht, erstmal für dich ausnutzen. Okay, und jetzt los. Angriff per... Du hattest eigentlich Molotow-Cocktails. Ich dachte, du hast dich vorhin daran erinnert, dass du die mal benutzen könntest. So, warte. Wie war das jetzt? Okay. Ah, weg. Du kannst übrigens, wenn du aufstehst, wenn du gleich auf die Dings-Taste drückst, auf. Ich Ausweichtaste. Drücke auf Rollen, aber es mache ich ja, aber es weicht nicht auf. Nur kurz drücken. Wenn du es gedrückt hältst, initiierst du Rennen. Ja nicht, aber es reagiert halt manchmal wirklich auf gar nicht. Na gut, kann auch am Remote-Play liegen. Das wäre natürlich schade. Aber dein Blutfleck liegt jetzt wenigstens an einer Stelle, wo er nicht weggenommen werden kann. Ja. Aber ich sehe schon, also du quälst dich sehr. Es ist halt überhaupt nichts für mich, dieser Spielstil. Okay, soll ich mal was Fieses machen jetzt? Soll ich mal? Ja, das ist nicht dem Profi. Okay. Alles klar, dann. Kann ich das auch? Nee. Also es passiert jedenfalls was hier. Okay, ja, jetzt. Du wurdest unterbrochen. Ach so, nee, dann. Ja. Mist. Dann geh noch mal rein in die Verbindung. Dann unterbrich mich sozusagen. Okay. Oder nee, Moment. Ich mach's anders. Ich stream dir das jetzt rüber. Per Discord. Das geht. Ja. Genau, okay. weil du spielst ja jetzt eh nicht mehr, da passt das sowieso. Okay, Bildschirmübertragung aktivieren. Ich hab's versucht und ich weiß wieder, wieso ich diesen Spielart nicht kann. Okay, ich übertrag dir mal mein Open Broadcaster Window. Okay, ich seh's. Du siehst alles? Gut. Ja. Oh, ich kann. Ist doch eine wunderschöne Qualität, oder? Ja, es geht. Wie dem auch sei, ich mach auf jeden Fall jetzt mal das... So. Da kommt der Typ. Okay, der ist ja easy. So. Okay. Ich kämpfe mich hier wahrscheinlich auch erstmal auf eine Art langsame Art und Weise noch durch. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, wie ich es machen würde, wenn ich schon überlevelt wäre. Obwohl, mal gucken. Also, da vorne sind welche. Kommt hier jemand? Oh, da kommt einer! Oh, zum Glück nur einer. Zack. Dieser Sprung ist echt nützlich übrigens. Oh. So. Oh, nicht getroffen. Tja. Aber ehrlich, ich kann ja jetzt hier ein bisschen angeben, weil ich habe definitiv nicht so wirklich Input-Lag. Obwohl, so ein bisschen von meiner Capture-Box merkt man schon was, aber... nicht sonderlich viel. Also es ist definitiv spielbar so. Also ich mag diese Capture-Box, mit der anderen, die ich vorher hatte, ging es nicht, sowas zu machen. Ich spiele jetzt wirklich über mein Open Broadcaster Window anstatt über einen Fernseher, über den normalen Output. Und es laggt auch ein kleines bisschen. Also ich glaube, die Verbindung, also es ist an sich schon mal relativ stabil alles und hat auch eine gute Qualität, aber es ist nicht perfekt, würde ich sagen. Aber es reicht. Zum Spielen auch. Ah! Oh, das war aber böse. So.
Da hat er mich getroffen. Aber so einen Treffer einzustecken ist gar nicht so schlimm. Wenn man danach angreift, dann kriegt man ja auch Lebensenergie wieder. Das ist ja eben diese schöne Mechanik hier in Bloodborne. So, jetzt weiß ich, wenn ich hier lang gehe, trigger ich die beiden da unten auch. Oh, und sogar die. Aua! Shit, 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 shit. Lebensenergie wiederherstellen. Flatsch, flatsch. Oh. Okay. Bitteschön. So. Blutviole, das ist gut. Da kann ich mich dann gleich wieder heilen. Ach, komm schon. Los. Weg ist er. So. Ja, mache ich das auch sicherheitshalber mal. Ja, ich kann ja jetzt so damit prahlen, dass ich so einfach schleichen kann. Das ist auch gemein. Also das sind ja so Sachen, die konntest du ja jetzt nicht so gut. Da verstehe ich auch, also das ist auch ein bisschen viel verlangt. So. Flatsch. So funktioniert das. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, mache ich es gleich nochmal. Soll ich es nochmal machen? Ja, gleich nochmal. Was nochmal? Ich hab's nicht gesehen. Soll ich denselben Move nochmal machen? Alles klar. Denselben Move nochmal! Alles klar, denselben Move. Okay, so. Ich trau mich jetzt einfach mal. Ja. Ja, ich will runterspringen. Und außerdem, ich habe die ganze Zeit noch nicht das hier mitgenommen. Oder auch nicht. Oh, zwei Blutfiolen. Das ist doch schön. Wieso sollte man die stecken lassen? Ah, wenn der sich umdreht, sofort drauf. Um ihm gar nicht die Möglichkeit zu lassen, sich zu orientieren. So, übrigens, falls wir es bei den letzten zwei Malen nicht gesehen haben. Oh, und der da oben, dem scheint das völlig egal zu sein. So, ich bin mal so frei und renne jetzt, oder laufe schnell da hoch. Piu. Oh, das ist jetzt doof, wenn da noch zwei sind. Aber ich krieg das hin. Diese Patrouille, die ist nicht schlimm. Und ich weiche dem Typen aus. Aber das wird trotzdem schwierig werden mit den... Oh, Schüssen. Weil der schießt ja weiterhin auf mich dann. Na, jetzt gerade nicht so. Au! Hör doch auf, du! Saupreisen! Feuer. Okay, aber du hast gesehen, also ich habe zwar ein paar Schläge eingesteckt, aber habe die immer wieder so... immer das wieder zurückbekommen. Gerade. Und falls wir es bei den letzten drei Mal nicht gesehen haben. Flatsch. Oh, und der hat Loot für mich. Das wusste ich nämlich. Weil die Leute, die Pistolenkugeln verschießen, haben das immer. Ups. Das jetzt blöde. Ah, Mann, ey. Das geht doch nicht. Trotzdem, das wird noch. Au. Oder auch nicht. Na, noch eine Blattweil. Ich habe ja jetzt mehr als genug. So, und jetzt nehme ich mal eine große Waffe. Die mag ich irgendwie. Vor allem für diesen Sprung. Aber das hat gerade nicht geholfen. Jetzt. Au. Blöd, Mann. So, Blutfiole haben wir. Da hinten gibt's noch was. Das ist nämlich der Typ, den ich da voll zermetzelt habe mit seinen Quecksilberkugeln. Hier der Typ, den ich auch voll zermetzelt habe.